Wir machen heute zusammen ein super schnelles, ganz einfaches Make-up zum Nachschminken. Hi, mein Name ist Ramona und ich freue mich total, dass du in meinem Video bist. Speichere es dir voll gerne ab, wenn du möchtest, würde mich das freuen, auch wenn du mir ein Herz da lässt. Und wir starten direkt mit dem Illuminating Primer für den Extra Glow. Du kannst ihn sogar auch ohne Make-up tragen oder als Highlighter über deiner Foundation tragen. Das geht alles, was du möchtest mit diesen Produkten. Und die findest du auf www.ramonakieser.de. Boah, ich habe eben Haushalt gemacht. Ich glühe doch ein bisschen, könnte natürlich auch an diesem dezent motzigen Pulli liegen. Wer weiß das schon so genau. So, und darauf folgt ein bisschen BB-Cream. So, eins. Guck mal hier, ist immer noch was drin. Das ist meine erste tatsächlich. Aber ich muss gestehen, ich habe die im Sommer ja angefangen zu nehmen. Und da haben wir einen Ton dunkler gehabt, ne? Also ist es quasi meine anderthalbste, sagen wir mal so. Oder meine halbste? Wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Das ist nur, hier geht es nicht groß drum, irgendwas megamäßig abzudecken oder zu kaschieren, sondern in meinem Fall, ich möchte jetzt einfach nur ein bisschen Frische auf dem Gesicht. Und da reicht mir tatsächlich so kein ganzer Pumpstoß. Weil jetzt geht's gleich zum Friseur und da freue ich mich ganz euch drauf, gelle. Und zum Thema Frische darf bei mir auch unterm Auge, war das jetzt hier richtig Farb? Oh, das war auf jeden Fall viel zu viel. Nicht hier der hellere Ton der BB Cream fehlen, um einfach so ein bisschen die Augenschatten zu kaschieren und ein bisschen Frische zu kreieren. Mein Gott, was ein Wortspiel heute. So, da sieht man schon den Unterschied. Es ist einfach nur ein bisschen Freshness. Wenn dir das nicht reicht an Abdeckung, dann kannst du natürlich zum Concealer greifen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich mag gerne BB Cream, weil sie einfach eine leichtere Textur hat. Und für uns Mädels, die vielleicht schon einen Augenblick länger jung sind, ist das ziemlich gut, aber wie ich eben schon gesagt habe, der Double, der war viel zu groß. Jetzt muss ich mal gucken, was ich damit noch mache. Hey. So, auf jeden Fall verblende ich es mir auf dem Auge, weil ich werde mir heute ein bisschen Lidschatten schenken. Also ich werde nicht viel an Lidschatten machen. Deswegen ebne ich mir hier das Hautbild einfach auch mal fresh, wie ich bin, mit der BB Cream. So, was können wir noch machen? Wir können ein bisschen highlighten hier. Noch schon mal hier ein bisschen und hier ein bisschen. Überall, wo die Sonne hinbrutzelt, gell? Also wenn sie denn da ist. Bei uns ist der Sturm wieder, also der Wind wieder gekommen. Das habe ich ja nicht so gern, ne? Aber wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was. Das ist einfach so, gell? So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen die Fältchen. Also da, wo Vertiefungen sind, gebe ich mir das jetzt noch ein bisschen rein. So, um die optisch ein bisschen nach vorne zu rücken. Das ist jetzt schon wieder viel mehr, als ich eigentlich machen wollte, gell? Aber das ist jetzt dem geschuldet, dass ich einfach zu viel Produkt genommen habe. Selber schuld, Frau Kieser. Selber schuld, ne? So, jetzt haben wir hier noch so zwei Dinger. Und jetzt machen wir das mal hier hin. Und das ist mir schon mal passiert. Da habe ich es vergessen, richtig zu verblenden. Das sah ein bisschen lustig aus. Nobody is perfect. Hier schon gar nicht. So, jetzt schnappen wir uns das kompakte Palettchen, weil es einfach so schnell geht, gehen in den zweiten, in die zweite Klappe. Geben uns hier so ein bisschen von dem Braunton einfach als Kontur hin. So. Immer gut ein bisschen abdubble, weil das ist ziemlich dolle pigmentiert. Ich habe jetzt schon extra einen super fluffeligen Pinsel genommen, damit wir das direkt alles in einem weg transportieren, verblenden wollen können. Oh Gott, Wortfindungsstörungen. Da, 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 da. So, und jetzt gehen wir in das dritte Döschen. Das ist so ein bisschen ein schimmerische. Den nehmen wir uns ein bisschen als Rouge auf beiden Seiten. Und weil ich jetzt ganz bequem bin, also wirklich ganz bequem bin, nehme ich den Pinsel, Pätzchen so ein bisschen zusammen und baue mir das hier oben und hier oben so ein bisschen als Schatten vom als Lidschatten, Schatten, so, ne? Ich habe gesagt, ich schenke mir den, aber so ganz ohne, ist ja auch ein bisschen traurig. So, einmal verblenden, zack. Und dann kannst du auch, wenn du jetzt ein bisschen gesäut hast, einfach mit deinem Pinsel das nochmal hier so ein bisschen wegfegen. Das geht auch super. Jetzt fehlt aus dem Palettchen nur noch die erste Ladung, die sehe, das ist der Highlighter. Und mit dem bin ich immer ziemlich großzügig, muss ich sagen, ne? Also einmal hier oben der hohe Wangenknochen, der Nasenrücken,
das Lippenherz, Innenwinkel vom Auge. Kannst du dir auch so ein bisschen hier mit aufs Lid ziehen. So, other side. Jetzt war ich kurz verwirrt, wo ich hin will. Ja, hast gemerkt. Gut. So, verdoppeln. Fertig. So, jetzt habe ich mir eben mal schnell die Augenbrauen nur wenigstens durchgekämmt. Du kannst auch hier mit dem Bürstchen einfach in den Braunton gehen, wenn das zu deinen Haaren oder deinen Augenbrauen gut passt und kannst dir damit so ein bisschen auffüllen. Das geht super easy, einfach mit dem Bürstchen in dein Döschen und dann über die Haare gleiten und die so ein bisschen ausbürsten. Oh, da habe ich irgendeinen Fitzel kleben. Jetzt. So, das kannst du so intensiv oder so wenig wie möglich, wie du möchtest machen. Das Wichtigste ist, hier bei mir auf meinem Kanal, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur, es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Und lass dir von keinem irgendwas anderes sagen. Wenn du dich damit wohlfühlst und fein bist, dann ist das alles, was zählt. Egal, was jemand anderes sagt. Swear? Versprochen? So, und jetzt kommt der Teil, der bei mir immer am längsten dauert, und das sind die Wimpern, gell? Erst die wuschelige Seide zum Produkt auftragen. Zack, zack, zack. Natürlich sollte man immer eigentlich die Haare aus dem Gesicht machen, dass man die nicht mittuscht. So. Einmal. Auftragen. Ohne. Auftragen. Minis. Auftragen. Bürste drehen. Gebogene Seite nach oben, bis sie hin und her wackeln am Wimpernkranz. Dann setzen sich nämlich deine Härchen, Wimpernhärchen, perfekt zwischen die Borsten. Und das andere Auge mache ich jetzt schnell so. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch irgendwas für auf die Schnut. Und da bin ich eigentlich Team Longlasting Lippenstift, der auch wirklich lange hält. Ich mag das nicht, wenn das irgendwie irgendwo dran klebt. Und dann ist das Wichtigste einfach, dass du es schon mal trocken und fettfrei machst. Dann nehme ich hier einen Lip Liner. Und weil das meine Lieblingsfarbe ist, habe ich mir überlegt, wir füllen damit einfach die Lippen aus. Dafür, dass ich nie Lippenstift getragen habe und auch nie irgendwas auf den Lippen hatte, außer vielleicht mal so einen Pflegestift, bin ich jetzt tatsächlich da angelangt, dass ich so ohne kaum noch rausgehe. Ne? Ich finde, das gehört jetzt mittlerweile bei mir dazu. Und ich habe es früher echt gehasst. Aus dem Grund, dass es immer die falschen Produkte waren und die immer überall dran geklebt haben. Fand ich ganz furchtbar. So. Und jetzt? Und jetzt hat sich das geändert. Kannst du es glauben oder nicht? So, und jetzt nehmen wir hier noch so ein bisschen, so einen hellen. Nee, ich will ja einen hellen. Warte mal kurz. Einen hellen. Einen hellen, nudefarbenen. Und bauen uns damit so ein bisschen wie so ein Ombre-Look. Wundervoll. So, und das war's. Jetzt kannst du entweder, wenn du sagst, das ist mir zu glowy, das möchte ich nicht, dann kannst du hier Prime und Setting Puder benutzen, um das abzumattieren und ein bisschen die großen Poren, wenn du welche hast, nicht zu verschließen, sondern optisch zu minimieren. Wenn du sagst, nee, ich mag Glow, nimmst du dir einfach ein bisschen Prime und Setting Spray oben drüber. So, jetzt geht's zum Friseur. Ich freue mich sehr, mal gespannt, was wir machen. Auf jeden Fall müssen wir hier unten wieder, ne, der Undercut, der ist schon ein bisschen arg länger und dann züchte ich ja noch bei. Das heißt, ich habe hier drei Stufen und mal gucken. Es bleibt spannend. Guckt in den Stories, da seht ihr es auf jeden Fall als erstes. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke für deine Zeit, fürs Zugucken. Wir sehen uns.